Alter, habt ihr mich jetzt erschreckt? Was macht ihr hier in meinem Staufach? Aber hey, habt ihr hier übernachtet oder was? Aber mal husch husch, hier raus! Macht euch auf eure Plätze! Also, ihr wisst ja Bescheid, ne, wie es läuft. Leipzig-Regensburg. Und mal gucken, ob wir wieder bis hierher kommen. Heute können wir einen Zehner fahren. Morgen brauchen wir keinen Zehner mehr. Also Leute, macht euch raus aus meinem Schrank und dann geht's los. So, heute ist kein besonders schönes Wetter, finde ich. Gestern war schöneres, teilweise. Ja, teilweise auch Scheißwetter, aber teilweise auch viel schöneres. Ach, hier unten im Gewerbegebiet steht man eigentlich immer ganz gut. Kann man eigentlich nicht meckern. Und dann kann man da in der Fleischerei gleich was essen, wenn man das will. Wobei ich die Leute dort nicht besonders nett finde. Gibt nettere, aber die haben es halt nicht mehr nötig. Naja, was soll's. Ich will ja dort bloß schlafen. Vorhin war mal ganz schön viel Verkehr hier hoch zu. Hatte ich schon Angst, es staut, aber es hat nichts gestaut. Ich könnte ins Bett gehen. Naja, das wird wohl erstmal nichts. So öde auf der Strecke hier. Ach ja. Immer dasselbe. Leipzig rein, Leipzig raus, Regensburg rein, Regensburg raus, zwischendurch schlafen, Essen dumm tun. Naja. Das war der Norman Keller. Norman, ich grüße dich. War ja schön, dass wir uns mal entgegengekommen sind. Gute Reise. Hier stehen immer ein Haufen LKWs geparkt auf der Straße hier, bevor es mal hier. Naja, wenn ich zum Tor 4 reinkomme, ist doch alles gut. So, wollen wir mal anmelden, dass wir hier abbiegen? Und dann machen wir uns auf die lange Gerade Richtung Tor 4.
Und der Stau, den sie vorhin gemeldet haben auf der A9, der hat sich schon wieder fast aufgelöst. Also ist doch alles gut. Alles im grünen Bereich. Haben jetzt vorhin haben sie was von 20 Minuten gesagt, jetzt haben sie was gesagt von 10 Minuten. Und bis ich dort runter zu fahre, ist es wieder weg. Da stand nämlich ein Pannen-Pkw in der Baustelle. Und da hat sich das nämlich alles ein bisschen gestaut. So, Freunde, bis später. So, es funktioniert, wie sich das gehört. Also in letzter Zeit kann ich hier in Leipzig nicht meckern. Da geht das hier mit den Toren. Dann müssen wir mal jetzt flugs übers Hermsdorfer Kreuz. Wir haben nämlich schon 4 Stunden 16 weg. Und mindestens 10 Minuten brauche ich noch. Das heißt also, ich komme auf 4:26. Und dann überlege ich mir nämlich, ob ich erst Pause mache und dann tanke oder ob ich erst tanke und dann Pause mache. Ich würde sagen, das entscheide ich, wie ich das sehe, wie es los ist, was los ist. Wenn viele oder welche in der Tankstelle stehen, mache ich erst Pause und tanke dann. Und wenn keiner in der Tankstelle steht, tanke ich erst und mache dann Pause. Ja, so sieht's aus, Freunde. Ich käme jetzt noch 338 Kilometer mit meiner Tankfüllung. Nicht wirklich viel. So, jetzt stand natürlich einer in der Tankstelle. Das heißt, ich mache jetzt erstmal Pause. Halbe Stunde, werde erstmal eine Kleinigkeit essen. Und dann fahre ich hinterher tanken. Das ist ja egal, wie rum ich das mache. Und dann düsen wir wieder los. Also wisst ihr erstmal Bescheid, ne? So. 630 Liter haben wir getankt. Naja, jetzt ist er voll. Und jetzt kann eigentlich gar nichts mehr passieren bis Montag. So, mal gucken, wann wir unten sind. Käffchen habe ich mir noch gekocht, Pause habe ich gemacht. Thank you.
gucke mir das immer wieder gerne an hier. Da auf dem Berg, der Turm, wie der so beleuchtet ist. Sieht schon schön aus. Nachts ist es immer irgendwie schön, oder abends, wenn es dunkel ist. Das ist das einzige Schöne abends, wenn man dann irgendwo vorbeifährt und es ist irgendwas schön angeleuchtet. Und man sieht das. Ich bin zwar 5 Minuten später als gestern, aber das liegt daran, weil ich heute noch tanken war. Gestern war ich ja nicht tanken. Das ist ja auch noch einmal rein, raus, 10 Minuten. Tanken eine Viertelstunde. Kannst sagen, knappe halbe Stunde, die dann flöten geht, die einem fehlt. Ne? Aber es muss ja sein, ohne Sprit kommst du ja nicht rum. So, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Jetzt wollen wir uns mal sputen, dass wir noch bis Windisch-Eschenbach kommen. Das könnte ich mit 1,5 Stunden schaffen. 2 Stunden habe ich noch. Schichtzeit habe ich noch 1:45. Also mit 1:30 müsste ich eigentlich oben sein normalerweise. Das müsste zu schaffen sein. Dann zählt noch eine 11-Stunden-Pause. Also da ist jetzt hier die ganze Zeit im Überholverbot mit 60 vor mir hergezuckelt. Entweder kann er nicht schneller oder er ist müde. Teilweise ist er nämlich auch ganz schön geeiert. Aber jetzt vor der Ausfahrt überhole ich ihn auch nicht mehr. Das Überholverbot ging ja hier bis kurz nach Neuenstadt. Neustadt, Neuenstadt oder wie das heißt. Altstadt, Neustadt heißt das, glaube ich. So, jetzt machen wir hier runter und gucken mal, ob wir ein Plätzchen kriegen. Die Woche hat ja das immer ganz gut geklappt. Und dann kann man nämlich bis morgen früh um 10 wieder Pause machen. Weil ich brauche ja erst um 2, zwischen 1:30 und 2 da oben sein in Leipzig. So, meine Freunde. Jetzt sind wir genau wieder da gelandet, wo wir heute früh losgefahren sind. In Windisch-Eschenbach. Machen wir wieder schön Pause bis morgen früh um 10, schlafen uns aus und dann düsen wir wieder nach Leipzig und dann müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Dann müssen wir erstmal mit der Dispo telefonieren, mal schauen, was die dazu sagen. Also meine guten, stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes, bis morgen.